Hallo liebe Fotofreunde, es wurde für mich Zeit, mir endlich die Lumix G9 Mark II zu bestellen, weil ich fast schon befürchte, dass unter Umständen diese Kamera im europäischen Markt nicht mehr lange im Handel sein wird. Ich habe gestern gesehen, dass auf den Webseiten von Panasonic die Kamera gar nicht mehr gezeigt wird. Das kann natürlich sein, dass es hier schon wieder einen Nachfolger gibt oder ob sie ganz einfach ausverkauft ist, wie man das auch bei Fujifilm immer wieder erlebt, dass man eine Kamera nicht mehr bekommt, weil sie nicht mehr zu haben ist. Und das darf natürlich in meinem Fall nicht sein. Ich arbeite mit Lumix-Kameras seit langer Zeit. Ich habe die GX80, die G81, die G9, eine ganz lieb gewordene Kamera, und jetzt möchte ich unbedingt auch die Mark II haben. Und die Vorteile der Mark II, um die geht es heute. Gleich nach dem Intro geht es weiter. Um 1800 Euro circa bekommt man diese Kamera momentan noch. Ich habe sie auf Amazon bestellt und gestern waren es noch 14 zur Verfügung stehend und heute nur mehr 13, weil meine Bestellung scheinbar angekommen ist. Es handelt sich dabei natürlich um eine MFT, Micro Four Third Kamera, in dem Fall aber mit 25 Megapixel. Die Kamera kann natürlich mit 4K filmen und das bis zu 120 FPS, beziehungsweise sie kann auch mit 4:2:2 10 Bit bis 60 FPS aufnehmen. Und sie ist eine Phasenhybrid-Autofokus-Kamera, das heißt, das ist die allererste schnelle Autofokus-Kamera bei Panasonic gewesen, weil die ganze GH-Klasse vorher, die GH5, GH6, nicht so schnell scharf stellen konnten. Vor einigen Jahren haben auch all jene, die mit Panasonic Lumix Kameras gefilmt haben, immer mit manuellen Fokus gearbeitet, um hier richtig scharf stellen zu können. Aber jetzt mit der G9 Mark II ist das alles, Schnee von gestern. Endlich funktioniert das auch bei Panasonic. Dafür hat aber Panasonic etwas gehabt, was bei den anderen Herstellern nicht da war. Das war diese doppelte Stabilisierung, Objektivstabilisierung plus Kamerastabilisierung arbeiten miteinander zusammen. Und dadurch ist es möglich, dass man eben mit der G9 Mark II nicht nur absolut scharf stellt, sondern aus der Hand ohne Gimbal schöne Videos machen kann. Weiters hat die Kamera natürlich wie üblich heutzutage WLAN, Bluetooth, HDMI-Ausgang, ein großer Stecker, Flip-Display, was mir sehr wichtig ist, wenn ich in die Kamera reinspreche, muss ich doch irgendwo auch ein Display haben, wo ich zumindest sehe, ob ich im Bild bin. Ein Blitzsteckschuh für mich wichtig in der Fotografie. Eine Kamera ohne einen Blitzsteckschuh ist leider für mich nicht das Richtige. Dann ein starker Akku, mit dem man wirklich wahrscheinlich 20 Stunden unterwegs sein kann, fotografieren und filmen kann und trotzdem der Strom nicht ausgeht. Das kenne ich aber schon von der G9 Mark I. Dann ein 8-Richtungs-Joystick zum Einstellen der Schärfe bzw. zum Veränderungen im Menü. Das Gehäuse, der Body ist sehr robust, ist frostsicher, spritzwassersicher und staubsicher, und letztendlich hat die Kamera etwas, was man sonst nur bei Panasonic Vollformat S5 Mark II hat, nämlich auch die G9 Mark II kann mit sogenannten LUTs umgehen. Das heißt, du kannst
Lookup-Table Files über die SD-Card bzw. über eine App auf die Kamera spielen. Und damit ist das natürlich ein toller Vorteil bei jedem, der Fotoreportagen unternimmt, der bei einer Reise fotografieren will, der Dokumentationen filmen will, weil du hast eigentlich den fertigen Film und kannst ihn sofort veröffentlichen und musst nicht erst die Color Grading Durcharbeit am Computer erledigen. Das heißt, es entspricht ganz einfach einer effizienten und effektiven Basis, dass man hier schnell fotografiert, filmt und publiziert. Und diese Kamera ist vor allem für Sportfotografen, Reisefotografen, Dokumentationsfotografen, Videofilmer bestens geeignet. Sie ist, glaube ich, eine der schnellsten Kameras für Sportfotografie und Wildlife und mit den richtigen Objektiven, mit Blende 1.2 oder 1.4, kann man auch ein wunderschönes Bokeh mit MFT-Sensoren und vor allem von diesem Sensor erwarten. Wenn dich das noch mehr interessiert, dann bleib bitte dran. Gib mir heute bitte einen Daumen nach oben, unten abonnieren, Glocke nicht vergessen, damit du die nächsten Videos über die Lumix G9 Mark II nicht versäumst. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao, bis demnächst.